Okay, ja, das steht an gerade eben. So, das ist gerade eben Phase. Und zwar drei noch mega krass ultra heftige abgestürzte YouTuber. Die Frage ist, bin ich mit am Start oder bin ich nicht mit am Start? Das ist die große Frage. Yo, bam. Ach, scheiße. Yo, Freunde der abgestürzten YouTuber. Tobi, In grüß dich, diesem mein Format Engel. zeige ich euch immer drei YouTuber, die es nicht geschafft haben, ihren Hype zu behalten und deren Abonnenten- oder Aufrufzahlen quasi ins Bodenlose gesunken sind. Der erste YouTuber in dieser Liste ist der gute alte Bibernator. Und den werden wahrscheinlich vor allem noch Leute kennen, die genauso wie ich früher tausende Stunden in Counter-Strike investiert haben und trotzdem nur Silber geblieben sind. Ja, Theresa, Spaß. das weiß ich. Ich war Legendary Eagle. War ich wirklich, ja? Also. Ich war tatsächlich sogar mal Supreme und ich glaube, also das ist das zweithöchste und das höchste ist Global Elite und ich glaube, ich war mal eine Runde Global Elite und die nächste Runde war ich wieder Supreme. Das heißt, ich habe mein ganzes Leben es einmal geschafft, auf Global Elite zu kommen und bin direkt wieder runter auf Supreme. Ja, Armutszeugnis an der Stelle, aber du musst da erstmal hinkommen. Also den Skill musst du erstmal so weit ausbauen und das finde ich wichtig. Hat sogar früher, also vor 9 Jahren, Junge, als ob das einfach wirklich 9 Jahre her ist, relativ viel gemeinsam mit Julians Blog gemacht. Unter anderem hat er für ihn nämlich einige Effekte animiert. Das Davon stimmt sind ja. auch noch einige Making-ofs auf seinem Kanal verfügbar. Denn darin ist Bibernator wirklich unfassbar gut. Und zwar dem Editieren von Lina, grüß dich, Videos. Seine Bruder. beliebtesten Videos sind die Sexy Deagle Clips 1 bis 3. Und da schauen wir mal rein, damit ihr wisst, worum es eigentlich geht. Also so geisteskrank, der Typ kann das richtig krass. Also der hat das sogar animiert, dass diese Personen so tanzen. Das ist so geisteskrank. So geisteskrank. In diesen Counter-Strike-Edits geht es halt darum, quasi Kills auf einem Beat zu schneiden und dann mit Effekten und Einblendungen und so weiter halt in Szene zu setzen, so dass das einfach ein richtig geiles Endprodukt ist. Und Was habe ich Bibernator war gegessen? da wirklich mega gut drin. Ich habe sowas lustigerweise früher auch gemacht, weil ich das auch gefeiert habe. Meine sahen ungefähr so aus. Was? Ihr wollt noch eine Zugabe? Gerne, hier! Ja, danke. Also hat er das wirklich gemacht? Aber hat er das wirklich geschnitten? Ja, danke schön. Danke, danke. Ja, ich nehme den Preis wirklich sehr gerne entgegen. Damals war das sogar eine relativ große Szene, die diese Edits gemacht hat. Mein absolutes Lieblingsvideo davon ist übrigens My Army von Enigma. Da schauen wir auch einfach mal ganz kurz rein. Ja, das fühle Ach ich nicht ja, so. ach ja. Naja gut, genug in Erinnerung geschwelt. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zur Tatsache, dass wir Guten alt alten sind und Erinnerungen. es um Bibernator geht, bei dem nicht mehr so wirklich läuft. Seinen größten Hype hatte er ungefähr vor 5 bis 7 Jahren, wo seine Videos halt eigentlich durchweg Hunderttausende von Aufrufen erreicht haben. Allerdings ging Ich habe mir damals viel Bibernator angeguckt. Oh, das ging auch schon wieder mit Glücksspielen und so einher. Da hat er so Pack-Opening gemacht, so Case-Opening. Ist das sehr, sehr lustig, ja? Hat er damals mit. Shearings? Ne, wie hieß der? Shearings oder sowas? Keine Ahnung. Mit Spendy Boy und so. Haben die da zusammen gezockt? Das war sehr, sehr geil. War wirklich sehr ging es mit der Zeit halt wirklich die ganze Zeit weiter und weiter geil. bergab. Während er vor 5 bis 8 Monaten sogar noch easy die 10.000 bis 20.000 Aufrufe geknackt hat, sind es heute halt nicht mal mehr 10.000. Also es ist bei ihm heutzutage schon gut, wenn er die 7.000 Aufrufe bekommt. Ich habe natürlich überlegt, woran das liegen könnte. Und ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung. Er macht halt genau das gleiche, was er vorher gemacht hat. Irgendwelche Highlight-Videos von seinen Counter-Strike-Spielen, er gambelt ein bisschen. Halt das, was er schon immer gemacht hat. Ich habe erst überlegt, ob vielleicht das Spiel Counter-Strike einfach nicht mehr so beliebt ist, aber bei Steam kann man die Spielerzahl nachschauen und ja, okay, letzten Monat ging es tatsächlich sehr weit runter, aber generell dieses Jahr war Counter-Strike sehr stark und kommt auch gerade wieder zurück. Er streamt ja nebenbei auch auf Twitch und auch da gehen seine durchschnittlichen Zuschauer extrem weit runter. Digga, Ja, ich das weiß stimmt nicht, was schon. bei dir los ist, aber irgendwie läuft's nicht, ne? Ich kann halt wirklich überhaupt nicht sagen, warum sich einfach weniger Leute für ihn interessieren, aber vielleicht seid ihr eine Person, die ihn tatsächlich seit einigen Monaten nicht mehr schafft. Also, man muss an der Stelle sagen, sehr, sehr, also wirklich extrem krass aufbauende Worte seitens Tim zu Bibernator. Irgendwie läuft's nicht, ne? Das ist aber schade. Ja, ne, keine Ahnung. Also, ich finde, ich fand das Gambling von ihm nicht so nice. Es hat. Ja, ist gut. Also der hat richtige Casino oder Slots hat er gemacht und gestreamt.
Und danach hatte der halt viele Leute, die halt die Slots angeschaut haben und sich dann nicht mehr so für CSGO interessiert haben. Und jetzt zockt er halt viel CSGO und sowas und da interessieren sich die Leute halt nicht mehr so krass dafür. Kritisieren. Und zwar habe ich ja schon gesagt, dass er hin und wieder gambelt. Und zwar ist er Partner bei der Seite Deaddrop. Und das Ganze ist so ein Casino-Light für Counter-Strike-Spieler, sage ich einfach mal. Nur halt nicht ganz so schlimm. Dort spielt er... Ist das eigentlich noch erlaubt? Ich weiß, dass das mal nicht erlaubt war, dachte ich. Dass man keine Gambling-Seiten für CSGO-Skins führen darf. Dass es praktisch verboten ist. Das Gruppenspiel. Und dort gambelt er die ganze Zeit ein 1 vs. 1. Ja, King Mick, das stimmt schon. Das Ganze sieht sogar ziemlich unterhaltend aus, lustigerweise. Du kannst auf der Seite einen Raum öffnen. Dann kannst du so viele Kisten kaufen, wie du möchtest. Musst aber warten, bis jemand anderes reinkommt, der genau die gleichen Kisten kauft. Wenn du halt 500 Euro dafür ausgibst, musst du halt warten, bis das jemand auch macht. Und danach öffnet das System automatisch nacheinander diese Kisten und jeder Skin hat ja einen bestimmten Wert. Wer nach allen Kisten dann den größten Wert gezogen hat, der bekommt alle Items, der andere geht leer aus. Erstmal kann man damit natürlich generell Verlust machen, weil in den Kisten können auch nicht so gute Sachen drin sein. Und es ist natürlich auch Glücksspiel, denn wenn du jetzt zum Beispiel um 500 Euro gambelst und du verlierst, hast du halt einfach 500 Euro verloren. Ich meine, Biber hat ein Video hochgeladen, wo die irgendwie um 5000 Euro gegambelt haben und der hat da irgendwie 12.000 Euro rausgeholt. Ist halt schon krass, aber man hätte ja auch theoretisch sein ganzes Geld verlieren können, nicht? Allerdings muss ich die Seite auch ein bisschen in Schutz nehmen, denn du kannst ja die Kisten ja auch einfach so kaufen und du siehst da sogar direkt die Gewinnchancen. Das gibt es bei Counter-Strike, glaube ich, nicht, dass das... Wobei man da sagen muss, dass oftmals auch schon geschummelt wurde bei solchen Seiten, bei Gambling-Seiten. Das muss man an der Stelle auch sagen, ja. Wobei ich weiß gerade nicht, ob diese Gewinnchance, ob das auf den richtigen Steam-Markt zu sehen ist oder ob das jetzt gerade auf einer eigenen Seite ist, auf dieser Drop-Seite. Im Gegensatz zu Spielen, die von ihrem Hype leben, kann man bei Reactions, denke ich, seine Viewer leichter halten, da man immer aktuelle und neue Themen behandeln kann. Das definitiv, zu 100%, gebe ich dir auch recht. Ich muss sagen, du hast halt leichter Content, wenn du zum Beispiel zockst oder so. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel dich fokussierst auf ein Spiel und das läuft richtig gut, wie jetzt zum Beispiel GTA Roleplay, würde das jetzt so richtig krass laufen, dann hast du halt immer Content, kannst jetzt immer zocken und so, ist halt echt eine sehr, sehr entspannte Sache. Und wenn du reactest, irgendwann hast du gerade vielleicht mal keinen Bock zu reacten und da wird es dann wieder ein bisschen schwieriger. Also es hat seine Vor- und Nachteile auf beiden Seiten. Bei der Seite ist es aber so, dass nur ausgezahlt wird, wenn sie überprüft haben, ob man 18 ist, während man sich aber auch anmelden kann, wenn man U18 ist. Okay, das ist natürlich dann mies. Dass da steht. Das ist natürlich mies. Vielleicht wurde es hinzugefügt, keine Ahnung, hat jetzt keinen Bock, Counter-Strike zu starten, aber ist auf jeden Fall sehr nice, dass das auf der Seite angezeigt wird, wie realistisch es ist, Item 1 oder 2 zu kriegen. Was an der Seite dann aber wiederum nicht so gut ist, ist, dass der Jugendschutz auf solchen Seiten meistens nicht so groß geschrieben wird. Zwar muss man bei der Anmeldung bestätigen, dass man 18 Jahre alt ist, aber ich sag mal, auch als 17-Jähriger kannst du das Häkchen setzen. Rocko, dazu kann man auch Geld aufladen, indem man einfach Skins von seinem Steam Inventory da hochlädt. Das heißt, du brauchst kein PayPal, keine Kreditkarte oder sonst irgendwas. Du kannst dann einfach mit deinem Steam Inventory einzahlen. Und auch das kann halt jeder 12-, 13- oder 14-Jährige machen. Ist auf jeden Fall deutlich besser als richtige Casinos, das will ich gar nicht gleichstellen. Wollte ich aber trotzdem kritisieren, denn das, was Biber da macht, ist halt trotzdem ein Spiel. Und da bin ich doch kritisch gegen eingestellt. Denn auch sowas kann halt der erste Schritt ins richtige Casino sein. Mehr kann ich zu Biber leider auch nicht sagen. Das ist einfach langweilig geworden, wa? Selber schuld. Der zweite YouTuber der heutigen Liste ist LP mit Kev. Und den habe ich sogar vor einem Jahr oder so gefragt, ob wir ein gemeinsames Minecraft-Projekt starten wollen. Er hat mir bis heute nicht geantwortet und es auch nicht gelesen, also... Er hat am 23. Juli geschrieben, was geht, hast du zufällig Bock mit mir für meinen Gameplay-Kanal? Minecraft Skyblock oder wie das heißt aufzunehmen, hab mega Bock drauf und klicktechnisch ist mein Gameplay-Kanal auch so gut dabei. Warum antwortest du nicht am 21. August? Perfekt, ja. Ich glaube, LP mit Kev hatte Bock drauf. Ja, der hat es wahrscheinlich noch nicht mal gesehen. Also sonst würde ja dastehen, dass er es gesehen hat. Dankeschön, Ehrenmann an dieser Stelle. LP mit Kev ist ein deutscher Let's Player, der auf seinem Kanal ganze 1,53 Millionen Abonnenten hat. Seine Videos haben allerdings nicht ganz so viele Klicks, da ist es schon relativ gut, wenn er auf die 7000 kommt. Aber hey, das sind immerhin noch 0,4% deiner Abonnenten! Woo! Der Durchstartende. Seinen größten Hype hatte er vor ungefähr 4 bis 6 Jahren, vor allem durch Videos, die mit dem Spiel GTA 5 zusammengehangen haben. Ansonsten bringt er bis heute auf seinem Kanal immer noch Minecraft und GTA 5. Und vielleicht bald ein Format mit KuchenTV, wer weiß. Ich meine, die Klickzahlen von meinem Gameplay-Kanal sind ungefähr genauso gut wie von deinem, ne? Also. Okay, ich glaube, jetzt macht er doch kein Video mit Tim.
Zumindest so wie Tim gerade darüber spricht, wird LP mit Kev, glaube ich, nicht so Bock drauf haben. Der Grund für den Absturz ist hier sogar relativ offensichtlich. Zumindest, wenn man hochbegabt ist. Er ist einfach nicht mit der Zeit gegangen. Denn er bringt immer noch quasi ungeschnittene Gameplay-Videos, die so 15 bis 20 Minuten gehen. Und der Einzige, der das heutzutage noch machen darf, ist Gronkh. Bei einigen Videos hat er zwar ein paar Cuts, also wenn wirklich über längere Zeit nichts passiert, dann wird das schon weggeschnitten. Da sind jetzt aber keine Effekte drin, es werden keine Highlights geschnitten oder sonst irgendwas. Das Gameplay bleibt halt trotzdem relativ unberührt. Und dadurch muss ich leider sagen, dass viele Videos halt einfach zu langweilig sind. Und ich habe ehrlich gesagt sogar so ein bisschen das Gefühl, dass die Community das genauso sieht. Bei Formaten wie Hot oder Schrott, wo automatisch super viel Action drin ist, haben die Videos immer über 10.000 Aufrufe. Ein 17 Minuten Minecraft Gameplay Video mit Spark of Phoenix, wo jetzt nicht so viel passiert, hat da dann gerade mal 5.000 Aufrufe bekommen. Er kann natürlich auch Zufall sein, aber bei dem... Selbst Dom Tendo hat langsam erkannt, dass er immer mehr bearbeiten sollte. Ja, ich habe das mitbekommen auf Twitter, weil das wird mir bei mir auch immer angezeigt. Er hat gesagt, also Dom Tendo hat sich übel drüber abgefuckt, dass sein Kanal nicht mehr so angezeigt wird und auch die Mario-Gameplays nicht mehr angeguckt werden. Dann dachte ich mir so, ja, ich meine, dann ändert was. Dann habe ich einfach mal auf seinen Kanal geguckt, das ist wirklich relativ schlagartig gewesen, dass jetzt da einige Videos einfach fast gar nicht mehr angeschaut werden. Warte, gucken wir uns das mal an. Das ist ein übelster Einbruch zu sehen. Das war wirklich komisch. Der hat zum Beispiel immer hier, hat er 80.000, 50.000, 60.000, 114.000, 70.000, 82.000, 67.000, 57.000, 59.000, bla bla bla. Und wir gehen jetzt hier vor, 38.000, gut hier 68.000, dann 35.000, 24.000. 37.000, also es ist halt nach unten gegangen, wisst ihr, aber so konstant nach unten gegangen. Auch bei Spielen, wie hier Super Mario, was immer viele, viele Klicks bei ihm gemacht hat. Ich glaube, Super Mario war immer sehr, sehr gut bei ihm geklickt. Immer über 80.000 hier auch 80.000, 88.000 hier drüben. Hier haben auch Super Mario 118.000. Ja, also es ist halt auch nach unten gegangen. Und er hat sich halt auch gewundert, warum das jetzt so ist. Und hat sich so ein bisschen drüber aufgeregt, wegen Algorithmus und keine Ahnung. Aber dafür kenne ich die Videos von Dontendo zu wenig, um mir da jetzt ein Urteil zu bilden, an was es liegen könnte. Ja. Was ich gesehen habe, hatte ich das Gefühl, dass wenn im Video deutlich mehr Action ist, auch deutlich mehr Leute dieses Video geschaut haben. Sein neues Minecraft-Projekt, was ich eben gerade schon angeteasert habe, ist das perfekte Beispiel dafür. Im Format mit Spark spielen sie in Minecraft einen super Hardcore-Modus. Wer stirbt, ist für immer tot. Also der ist quasi aus dem Format raus. Und dazu gibt es noch einige andere Schwierigkeitsanpassungen, wie dass zum Beispiel die Monster deutlich mehr Schaden machen und dass, wenn man zu tief gebuddelt hat, einfach weniger Sicht hat. Die Idee an sich ist halt mega geil, aber... Das Video ist halt... Was, Gronkh wird weniger Millionär sein, der muss übelst viel abdrücken, allein für seine Rundfunklizenz. Tobi, der muss im Jahr 10.000 Euro für seine Rundfunklizenz abdrücken. Das macht er an ein paar Tagen, die 10.000 Euro. Also das ist jetzt nicht das Geld, was jetzt wirklich viel ist, ne? Und selbst wenn es 20.000 Euro im Jahr wären, das wäre, keine Ahnung, der verdient vielleicht im Monat mit 16 Millionen Klicks. Bei so einem Gameplay-Kanal könnten da schon gut und gerne 70.000, 80.000 rausspringen. Ja, mindestens 70.000, 80.000 mit 16 Millionen Klicks bei Gameplay-Videos. Plus Streams, lass ihn da nochmal 40.000, 50.000 Euro verdienen. Also er macht vielleicht 130.000 Euro im Monat. Ist ja jetzt natürlich brutto. Kommen bestimmt noch mehrere unterschiedliche Einnahmen dazu. Der hat ja noch einen Gronkh-TV-Kanal. Der hat noch auf Twitch den Gronkh-TV-Kanal. Der hat auch über 1.000 Subs und so. Also... Der verdient einen guten sechsstelligen Betrag im Monat. Ne? Also der wird gut Millionär sein, sage ich mal. Und das sieht er ja schon seit über 10 Jahren durch. Und er hat auch schon seit über 10 Jahren so riesigen Erfolg. Ich würde jetzt einmal sagen, dass er viele Millionen auf dem Konto hat. Halt wirklich einfach unfassbar langweilig. Denn in Minecraft passiert natürlich nicht die ganze Zeit was. Du läufst rum, du baust ein bisschen ab, du bist auf einem Boot unterwegs. Ist jetzt halt nicht das Spannendste, was man sich angucken kann. Ein, zwei zu lange Wege wurden zwar tatsächlich geskippt, aber sonst wurde halt alles drinne gelassen. Und wenn da halt nach 10 Minuten quasi noch nichts passiert ist, ist das halt relativ langweilig. Also ich habe nach ein paar Minuten aufgehört, das zu gucken und das nur mal eben für mein Video noch durchgeskippt. Im Endeffekt sind das, soweit ich mitbekommen habe, auch alles Aufnahmen aus seinen Streams, die er dann quasi nochmal auf YouTube verwertet. Und ich glaube, das könnte sogar auch wirklich was werden, also zumindest mehr als jetzt, wenn er sich da ein bisschen hintersetzt und zum Beispiel einen Cutter einstellt, der die Videos dann auch wirklich spannend zusammenschneidet. Sein Video GTA damals und heute ist von der Idee her halt auch ziemlich nice. Er hat damals ein Video gemacht, wo er ein paar Stunts ausprobiert hat und macht das jetzt heute nochmal, um zu schauen, ob er besser geworden ist. Aber auch da ist das Video einfach zu lang gezogen. Es passiert einfach zu wenig und nach ein paar Minuten war ich auf einer 18-Plus-Seite unterwegs. Auch Twitch läuft... Was Kev meinte, er kann sich keinen Cutter leisten, okay.
Ja, es ist immer eine schwierige Angelegenheit mit Cutter und sowas. Ich habe immer mega schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Cutter habe auf meinem InCAP-Kanal. Ne? Ich meine, das ist ja auf freiwilliger Basis. Ich habe trotzdem immer Toni auch Geld gegeben. Aber wie zum Beispiel mit diesem Kanal verdiene ich gerade echt gar kein Geld weiter. Und mir wird halt auch nichts überwiesen. Ab 70 € wird das ja erst überwiesen und so. Und das ist bei mir noch lange nicht aufgefüllt. Und ja, deswegen, es tut mir auch immer im Herzen weh, wenn ich mir dann so sage, ja, ich brauche, ohne Scheiß, gerade eben brauche ich einfach das Geld. Ich will ja über die Runden kommen und ich will mir auch noch einen Urlaub leisten für Oktober, dass ich das irgendwie schaffe. Ja, weil die Zeiten sind schwierig, aber ja, immer optimistisch in die Zukunft schauen. Dann wird das schon. Ne? Also bei mir ist jetzt nicht schlecht oder so. Ne? Mit YouTube läuft es ja trotzdem super und so. Aber ja, man muss trotzdem gucken, ja, dass man das auf Dauer so hinbekommt und sparen, sparen, sparen. Ja, also ich sag mal so, die Preise sind natürlich immer unterschiedlich, wie viel jeder gibt, das muss man selbst wissen. Ich habe Toni zum Beispiel immer mal 80 € gegeben, mal 100 € gegeben oder mal 70 € gegeben. Aber halt immer mal zwischendurch, halt mal im Monat oder alle 2 oder auch mal nach 3 Monaten, wenn der Kanal relativ inaktiv war oder so. Aber das ist halt immer so die Sache, so kommt Content, kommen viele Videos. Bekomme ich natürlich auch Geld und kann das natürlich dann auch ein bisschen geben. Ne? Baku, grüß dich, Bruder. Schön, dass du am Start Läuft bist. es auch okay. Seine Peak-View hat er meistens bei so 200 bis 300 Zuschauern. Das ist relativ okay. Es hält sich auch. Also da kann man auf jeden Fall aufbauen. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Kev mit ein paar Hey, Lukas, Umstellungen moin. auf jeden Fall mehr aus seinem Kanal rausholen kann. Der dritte YouTuber in der heutigen Liste ist der gute alte ApoRed, meine Freunde. Beziehungsweise nicht der ApoRed-Kanal, sondern Red Summer. Und eigentlich laufen die Summer. Videos gar nicht so unfassbar schlecht. Immerhin hat er noch teilweise 20.000 Aufrufe. Aber ich habe ihn hier reingenommen, weil diesen Clip wollte ich euch einfach zeigen. Ja, aber es ist trotzdem für ApoRed, für seine Größe ist das jetzt nicht, ist halt jetzt nicht so krass viel, ne? Stil, du brennst. Aber der Typ hat halt auch ausgesorgt, ne? Also von daher, bei dem läuft es auch ganz entspannt. Also der Typ hat ganz entspannt ausgesorgt, wirklich. Zeigen. Stil, du brennst. Ja, das weiß Monte, dein Aquarium brennt. Ja. Ja. Ja, ich weiß, es ist schon älter, aber ich kannte den Real Talk bis vor ein paar Tagen einfach nicht. Mann, der ist so geil. Ja, wie gesagt, ist sein Kanal an sich noch relativ in Ordnung, aber im Vergleich zu dem, was er früher. Dein Aquarium brennt. Okay, das könnte ein Spruch von mir sein und Sprüche von mir sind nie lustig. Abgeliefert hat an Klickzahlen, ist das halt wirklich ziemlich wenig. ApoRed hatte nämlich mal einen anderen Kanal, der ebenfalls Red Summer hieß. Und da hatte er sogar ungefähr 1,5 Millionen Abonnenten. Die Videos liefen mega gut. Er hatte hunderttausende Aufrufe, aber dann, zack, Strikes von Epic Games. Und zwar hat ApoRed wohl eine Skinseite beworben, was bei Epic Games nicht erlaubt gewesen ist. Und deswegen haben sie ihn Urheberrechtsstrikes reingedrückt. Aus dem Grund wurde der Kanal dann auch gesperrt und ApoRed konnte da auch nichts mehr regeln. Der Kanal war komplett weg. Er hat dann auf seinem neuen Kanal, der auch Red Summer heißt, weitergemacht. Und da liefen die Videos anfangs auch sehr, sehr gut. Einige Videos haben sogar fast an die Million Klicks geknackt und viele weitere Videos haben Das stimmt, das lief hunderttausende gut. Aufrufe bekommen. Aber vom damaligen Erfolg ist heutzutage nicht mehr so viel zu sehen. Und ich denke, auch hier sind die Gründe eigentlich relativ klar. Zumindest, wenn man so einen hohen IQ hat wie ich. Allerdings habe ich kein Abitur. Erstmal bekomme ich selber so mit, dass Fortnite nicht mehr so krass im Hype ist, wie das zum Beispiel vor 3 bis 4 Jahren gewesen ist, wo halt wirklich 5-jähriger Junge angefangen hat, Fortnite zu spielen. Klar, die Community ist immer noch riesig, gar keine Frage. Aber das, was vor ein paar Jahren auf YouTube abgegangen ist, war halt echt nicht mehr normal. Dann ist ApoRed wahrscheinlich auch durch seine ganzen Skandale einfach nicht mehr so wirklich beliebt. Ich meine, ich muss das hier nicht nochmal durchkauen. Die ganzen Mimi-Videos und alles, was da so passiert ist mit Gerichtsverhandlungen, blabliblub. ApoRed ist da halt einfach nicht sehr gut weggekommen und ich kann mir vorstellen, dass sich da auch einige Leute von ihm verabschiedet haben, beziehungsweise viele Leute auch gar keine Lust haben, sich Content von ihm anzuschauen. Und der dritte Grund ist, das Gameplay ist halt einfach nicht spannend. Ähnlich wie bei LP mit Kev ist es halt so, dass es, glaube ich, Streamaufnahmen sind, die er da einfach hochlädt und auch das ziemlich ungeschnitten. Wenn er jetzt mal stirbt oder so, ja, dann zoomt. Das ist ziemlich ungeschnitten. Er blendet direkt ein, wo ein Cut zu sehen ist. Warte, warte, Einfach warte, pass auf. hochlädt und Hier, und jetzt kommt wir gleich ein Cut, oder? auch das ziemlich. Ja, hier kam doch gerade ein Cut. Also, ich denke schon, dass es wenigstens so geschnitten ist, dass es jetzt nicht komplett Langeweile erzeugt, oder? Ungeschnitten. Wenn er jetzt mal stirbt oder so, ja, dann zoomt das mal an die Kamera ran oder es kommt kurz Musik oder so. Aber ansonsten wird da einfach nur das Gameplay Ich gezeigt. weiß, Und Dennis. ApoRed spielt zwar ganz gut, aber auch bei Fortnite geht halt nicht die ganze Zeit irgendwas ab. Und auch da könnte man halt wahrscheinlich deutlich bessere Videos schneiden. Im Endeffekt machen halt andere YouTuber das Gleiche, nur halt in besser und aufwendiger.
warum sollte ich mir denn Up Red anhören? Dadurch, dass das ja wie gesagt auch eine Twitch-Aufnahme ist, ist das ja auch nicht für YouTube gemacht und dementsprechend kommentierst du das ja auch nicht so, wie wenn du es bei einem YouTube-Ding machen würdest, weil bei Twitch redest du anders. Man, ist doch klar, ihr wisst doch, was ich meine, meine Güte. Aber auf Up Red habe ich eine Möglichkeit, wie er seinen Kanal retten kann. Lösch dich. Nein, Spaß. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Duo-Gameplay mit Carina oder Mimi? Das würde ich auf jeden Fall mega feiern. Zu Up Red, ja, ich denke nicht, dass der nochmal hochkommt. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Aber wer weiß, welches Spiel als nächstes gehypt ist und wenn Up Red da durchzieht. Hey, das würde ich jetzt nicht sagen. Also bei ApoRed, also da wäre ich ganz, ganz vorsichtig, das zu sagen, mit dass der Zug abgefahren ist. Weil ApoRed, es kennt halt jeder ApoRed. Der muss bloß mal irgendwas machen, was polarisiert und zack, ist die Reichweite halt wieder da. Ich würde jetzt noch nicht ApoRed abschreiben. Der hat halt seinen Hauptkanal sozusagen verloren oder verkauft oder was weiß ich. Auf jeden Fall hat er seinen Hauptkanal nicht mehr und ich glaube, das war so mit der ausschlaggebende Punkt. Ansonsten, oder wurde der, wurde der gestrikt? Ich weiß es nicht. Ja, aber der braucht bloß mit irgendeiner Sache polarisieren, da geht es doch schon wieder los. Ja, ich glaube, ja, verkauft, ne? Irgendwas mit Habibi, Yalla Habibi oder sowas. Ich weiß nicht, wie das hieß. Einfach wieder einen Prank machen, so ist es. Vielleicht hat er in einem Jahr wieder die Millionen Aufrufe pro Video. Und was sagt ihr dazu? Welcher YouTuber ist am heftigsten abgestürzt? Okay. Ja, also da muss ich sagen, weiß ich noch nicht, wie es da ausschaut, ob ApoRed da wieder zurückkommt. Bibernato seine Clips und anderes Neues. Das stimmt schon. Bibernato muss ich auch sagen, also bei Bibernato bedauere ich das echt, weil der damals bei CSGO auch richtig krassen Content gebracht hat. Wirklich, jedes Video war qualitativ Weltklasse. Das muss man an der Stelle wirklich mal so anerkennen. Der hat über 2 Millionen Abos, ich weiß schon. Und der hatte ja teilweise pro Video über 1 Million Klicks. Also das war heftig. Er hat ihn wahrscheinlich nur